Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Tag zu unserem heutigen Webinar der IT Solution GmbH zu dem Thema Benachrichtigungen im SAP Master Data Governance. Mein Name ist Michael Müller, mein Kollege neben mir ist der Kollege Sascha Strauß und im Online-Marketing sitzt heute unsere Kollegin Natascha Unger, die auch während des Webinars gern ihre Fragen per Chat entgegennimmt. Während dem Webinar sind alle Teilnehmer auf stumm geschalten. Wie gesagt, Sie können meiner Kollegin Natascha Unger Fragen während dem Webinar, die Ihnen auffallen, gerne per Chat mitteilen. Frau Unger wird diese Fragen dann sammeln und an mich weiterleiten. Und wenn wir die Zeit finden, können wir diese Fragen selbstverständlich im Nachgang zu dem Webinar beantworten. Wie gesagt, alle Teilnehmer sind während dieser Präsentation stumm geschalten und wir gehen am Ende auf die Fragen ein. Ich möchte am Anfang auch generell noch Werbung machen für unsere weiteren Webinare. Am 1. April haben wir das Webinar IT Request mit SAP NetWeaver Identity Management. Am 8. April, also eine Woche später, geht es um das Thema SAP Business Warehouse 7.3, hier um das Thema neue Möglichkeiten zum Aufbau von Hierarchien. Und dann in unserer Reihe SAP Master Data Governance haben wir dann am 29. April die Möglichkeit, uns zusammen das Thema flexible Benutzeroberflächen im SAP Master Data Governance gemeinsam anzuschauen. Alle Unterlagen zu diesem aktuellen Webinar heute und zu allen anderen Webinaren in der Zukunft und auch vergangene Webinare finden Sie, die Unterlagen, auf unserem Slideshare-Account www.slideshare.net/ibsolution-gmbh. Alle Webinare werden aufgezeichnet und werden dann in unserem YouTube-Channel www.youtube.com/ibsolution abgelegt. Allgemeine Informationen und Anmeldungen zu allen Terminen und Webinaren natürlich finden Sie wie immer auf der Seite www.ibsolution.de/veranstaltungen. Die IP Solution GmbH. Die IP Solution GmbH ist ein SAP-Beratungshaus. Gegründet am 1. April 2003, beschäftigen wir uns seit nunmehr 11 Jahren mit unterschiedlichen Themen im Bereich SAP. Hauptzentrale, und da sitzen wir heute Mittag, ist der Standort Heilbronn. Wir haben weiter in Deutschland einen Standort in Neuss in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine Niederlassung in München. Wir haben im Ausland Niederlassungen in der Schweiz und unser Nearshore-Partner sitzt in Bulgarien, in Sofia, die Tochter IB Solution Bulgaria. Was macht die IB Solution? Seit 11 Jahren beschäftigte sich die IB Solution mit unterschiedlichen Themen im Bereich SAP-Beratung. Aufgegliedert sind diese drei Bereiche in drei unterschiedliche Fachkompetenz- bzw. Spezialbereiche. Einmal der Bereich Business Intelligence, das ist der Bereich, aus dem wir auch historisch kommen. Die IB Solution wurde von drei ehemaligen SAP-Mitarbeitern, Beratern gegründet, die ihren Schwerpunkt im Bereich Business Intelligence haben. Dementsprechend haben wir ein sehr hohes Fach-Know-how im Bereich Business Intelligence. So, dazu gehören alle Themen zum Business Warehouse, Data Warehouse, Frontend-Tool-Auswahl, wie alle Tools von BO zum Beispiel. Es geht hier aber auch um das Thema, was ja bei aller Munde ist, auch das Thema SAP HANA. Wenn Sie hierzu Fragen haben, gehen Sie auf unsere Webseite bzw. beachten Sie auch die Webinare, die wir in den nächsten Wochen zu dem Thema BW und HANA und anderen Themen abhalten. Der zweite Geschäftsbereich, und das ist der Geschäftsbereich, zu dem auch das Thema Stammdaten, dementsprechend auch SAP MDG gehört, ist der Bereich Prozessoptimierung. In diesem Geschäftsbereich beschäftigen wir uns mit Themen auf der einen Seite mit dem Thema Identity Management. Bei der SAP nennt man das mittlerweile SIM, Compliant Identity Management. Also hier gehören alle Themen dazu wie SAP GSC, SAP IDM, SAP Single Sign-On. Zweiter großer Bestandteil im Thema Prozessoptimierung im Geschäftsbereich ist das Thema Stammdaten. Die IB Solution hat seit 2006 sich mit dem Thema Stammdaten in den unterschiedlichen Varianten und Variationen mit der SAP intensiv auseinandergesetzt und sehr erfolgreiche Projekte seit 2006 in dem Bereich realisiert.
Ursprünglich kommen wir hier aus dem Bereich Master Data Management, also SAP MDM, dann auch SAP BPM, Business Process Management, und seit ungefähr 2,5 Jahren beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Thema MDGX, sprich Master Data Governance, mit den unterschiedlichen Modulen, die es hier gibt. Der dritte Teil ist das Thema technologische Beratung. Wir haben ein sehr starkes Entwicklungsteam in München. Hier sitzen die Kollegen mit dem Spezialgewissen für WebDevPro-Entwicklung, Java-Entwickler, ABAP-Entwickler, aber auch Kollegen, die sich um das Thema SAP-Portal kümmern. Sämtliche Technologien werden hier unterstützt. Und last but not least wird auch in München das Thema Agimendo. Agimendo ist ein zertifiziertes Add-on der IBM Solution im Bereich Business Warehouse. Hier finden Sie auf unseren Webseiten und in den Webinaren weitere Informationen. Bevor wir zu dem Thema Master Data Governance übergehen, noch einige Themen zum IBM Solution als SAP-Berater. Wie ist unser Verhaltenskodex? Für uns ist ganz wichtig, dass wir als SAP-Berater auf Augenhöhe mit Ihnen als Kunde sind. Sprich, wir beraten auf Augenhöhe mit Ihnen und mit der SAP auf der Gegenstelle, um mit Ihnen zusammen Sie bestmöglich erfolgreich zu gestalten. Wir zeigen Kompetenz auch im Voraus. Wir gehen gern immer in eine Vorleistung. Wir zeigen in diesen Webinaren unser Know-how. Wir kommen zu Ihnen fort in Workshops, Pre-Sales-Terminen. Wir hören Ihnen zu, wir verstehen Ihren Bedarf und wir handeln dementsprechend. Für mich immer persönlich ganz wichtig ist das Thema, wir beraten ehrlich. Sprich, wenn man anschaut, die SAP hat weit über 2000 unterschiedliche Lösungen und es gibt eine ganze Menge an SAP-Beratungshäusern und oft hört man, ja, wir können alles, wir wollen alles, wir dürfen alles. Das ist nicht unsere Maxim, sondern wir sagen, wir haben in den wenigen Gebieten ein sehr hohes Spezialwissen, eine sehr hohe Fachkompetenz, können Sie da beraten. Ist es ein Thema, was wir nicht können, sagen wir auch direkt nein. So verstehen wir, dass wir Sie ehrlich beraten und wir Sie als Kunde erfolgreich machen. Jetzt möchte ich einige einleitende allgemeine Themen, Worte zu dem Thema Master Data Governance sagen, bevor dann mein Kollege Sascha Strauß übernimmt und ihn zu dem speziellen Thema Benachrichtigung im Thema Pflege der Stammdaten übergeht. Was ist SAP Master Data Governance? Die SAP Master Data Governance ist ein Add-on zur Business Suite. Was können Sie im Master Data Governance? Es geht hier allgemein um die Pflege von Stammdaten. Pflege von Stammdaten, das ist das Hauptthema. Für welche Module gibt es in MDG? Wir haben MDG in 4 unterschiedlichen Modulen. Einmal MDGM, das Thema Materialstammdaten. Dann haben wir das Thema Businesspartner, also Kunden, Lieferanten. Hier, wir haben das Thema Finanzstammdaten, Finance und das Thema Custom Objects. SAP MDG wird standardmäßig im Enhancement Package ausgeliefert. Was sind Treiber, was sind Motivationen für eine Einführung oder für einen Betrieb von Master Data Governance? Es gibt hier verschiedene unterschiedliche Motivationen und unterschiedliche Treiber, die in den unterschiedlichen Modulen eine Motivation finden. Allgemein zu sehen, gibt es hier, sehen wir jetzt die Bereiche, das Thema im Mittelpunkt, der einheitliche Golden Record, also der einheitliche Stammdatensatz im Bereich Master Data Governance. Was können Sie damit erreichen? Sie unterstützen die unternehmensinterne, wie aber auch die externe Kommunikation. Sie verbessern, sie optimieren die Kerngeschäftsprozesse. Sie schaffen Transparenz im Unternehmensreporting. Und last but not least das Thema Stammdaten als Service. Was sind generelle Anwendungsfälle? Zum Beispiel geht es um das Thema globale Serviceprozesse. Ja, ein globaler Einkauf, Employee Sales Services und so weiter. Globale Prozesse erfordern auch immer, dass man eine einheitliche globale Sicht hat. Und dafür ist es unbedingt vonnöten aus unserer Erfahrung und aus der Erfahrung unserer Kundenprojekte, dass Sie hier dezentral gepflegte Stammdaten haben, auf die Sie eine zentrale Sicht haben. Oft haben Sie den Fall, oder haben unsere Kunden den Fall, dass Sie sehr unterschiedlich verteilte Systemlandschaften haben. Hier geht es auch wieder um das Thema verteilte Systemlandschaft, Prozesse, Schnittstellen, Bedarf, harmonische Stammdaten. Auch wieder hier dezentral gepflegt, zentrale Sicht.
Optimierung der Stammdatenpflege, Stammdatenanlage. Hier geht es maßgeblich um die Thematik, was passiert, wenn ich einen neuen Stammdatensatz anlegen möchte oder einen vorhandenen Stammdatensatz ändern möchte. Klassisches Beispiel, zum Beispiel aus dem SAP C, also Thema Business Partner. Ich bin im Fachbereich, möchte einen neuen Stammdatensatz im Business Partner anlegen. Wie ist da die Vorgehensweise? Wie kann ich die Durchlaufzeit verkürzen? Wie kann ich den Genehmigungsprozess gewährleisten? Ja, also wie gehe ich davon aus, dass ich keine Dublette anlege? Wie stelle ich sicher, ob es denn überhaupt schon Dubletten im System gibt? Mein Name, Michael Müller, also Müller, der Nachname ist ein schönes Beispiel. Müller, der in Deutschland mit Ü und UE geschrieben wird, im Ausland nur mit U, ohne die Anführungszeichen. Das ist ein ganz einfach banales Beispiel, aber hier gerade geht es darum, wie lege ich denn so den neuen Stammdatensatz Müller an? Natürlich auch die Namen Meiersteiner und so weiter. Das sind so klassische Beispiele. Optimiere Stammdatenanlage, Pflege. Ja. Auch das Thema Genehmigungsworkflow, der kurz schon davor erwähnt, was passiert, wenn ein neuer Stammdatensatz angelegt wird? Wer darf diesen Stammdatensatz neu anlegen? Muss ihn jemand genehmigen? Muss er von nur einer Person genehmigt werden? Muss er parallel von mehreren Kollegen, Abteilungen genehmigt werden? Wie sieht hier so ein Genehmigungsworkflow aus? Wie sieht die Anforderung aus? Wie sehen die Änderungen aus? Bereits auf der einen Folie schon erwähnt, Unterstützung interner und externer Kommunikation. Hier schön auf der Folie zusammengeschrieben, was ist der maßgebliche Vorteil? Wenn Sie harmonische Stammdaten haben, vereinfachen Sie die Kommunikation. Sie haben eine einheitliche Sicht, intern, aber auch extern mit Lieferanten, mit Kunden auf die Stammdaten. Sie haben weniger Probleme mit ihren Kunden, Lieferantennummern, mit ihren Materialstammdaten. Die Systemintegration ist viel einfacher. Sie haben eine viel einfache Verteilung auf die unterschiedlichen Systeme. Dementsprechend verkürzen Sie die Zeiten und sparen so Zeit und last but not least dementsprechend auch Geld. Natürlich auch ein großes Thema ist natürlich die Stammdatenkonsistenz, Einhaltung von Governance-Regeln, Dublettenprüfung. Governance-Regeln, hier vielleicht auch das Thema Revision, Revisionssicherheit, was passiert bei einer internen Prüfung und so weiter und so fort. Also was passiert, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt und schaut, naja, wie sind denn die Businesspartner angelegt im Thema Bilanzen. Wenn es darum geht, Wirtschaftsprüfer auch wieder den Teil Materialstammdaten, wo liegt denn meine Stammdaten, wie sind die denn gepflegt und so weiter und so fort. Das war jetzt eine sehr, sehr allgemeine Sicht auf das Thema SAP Master Data Governance. Hier gibt es sehr, sehr viel unterschiedliche mögliche Anwendungsbeispiele. Der Kollege Strauß wird Ihnen jetzt mal ein Thema heute ein bisschen näher bringen, also ein Add-on näher bringen. Hier geht es gezielt um die Benachrichtigung und die Pflege von Stammdaten. Meine Bitte aber auch, wenn Sie allgemeinere Fragen noch zu dem Thema Master Data Governance haben, Beispiele wollen, Referenzen von uns wollen, kommen Sie auch direkt auf uns zu. Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite bzw. im Nachgang an dieses Webinar. Und natürlich am Ende des Webinars beantworte ich auch noch spontan Fragen im Chat. Ich würde jetzt an meinen Kollegen Sascha Strauß übergeben, der sich darum kümmert. So, schönen guten Tag zusammen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Sascha Strauß. Ich bin Berater bei der IB Solution und wie der Herr Kollege Müller bereits angekündigt hat, werde ich Ihnen jetzt einen kleinen Teilaspekt von MDG versuchen näher zu bringen. Und zwar geht es im konkreten Beispiel darum, dass wir innerhalb eines Pflegeprozesses im MDG bestimmte Stellen haben können, in denen es gewünscht ist, dass eine Benachrichtigung verschickt wird. Das ist zum einen der zum Beispiel der Fall, wenn das nächste Work-Item ansteht, was jemand bearbeiten muss, aber auch zum anderen, wenn ein Workflow abgelaufen ist oder erfolgreich oder nicht erfolgreich abgelaufen ist, dass dann gewisse Personen benachrichtigt werden. Und genau um die Thematik geht es heute. Als erstes mal, warum brauchen wir Benachrichtigungen in diesem Kontext?
Das ist zum einen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, damit wir schneller auf diesen Fehler reagieren können. Wir haben eine erhöhte Transparenz, können wir dadurch erreichen, wenn zum Beispiel der Änderungsantrag durchgelaufen ist und es soll noch danach irgendwas passieren, damit die Leute, die das tun müssen, auch darüber Bescheid wissen. Dann kann dies auch helfen, Fehler zu vermeiden. Das ist auch das Kernbeispiel, was ich Ihnen gleich zeigen möchte. Das Beispiel wäre, wir haben einen gesperrten Lieferanten und wir möchten vermeiden, dass der Einkauf bei diesem Lieferanten bestellt, und zwar frühzeitig vermeiden. Nicht erst, wenn das System die Warnmeldung ausgibt. Und was ich eben schon erwähnt hatte, wir haben die Möglichkeit, schneller auf Stammdatenänderungen einzugehen, wenn zum Beispiel ein neuer Kunde angelegt wurde und danach noch irgendwelche Dinge zu pflegen, wie zum Beispiel Kreditlimit oder solche Dinge, die jetzt nicht im Rahmen von MDG gepflegt werden, dass die Leute, die dies durchführen, machen können und auch darüber Bescheid wissen. Bevor ich Ihnen nun unser Add-on präsentiere, möchte ich Ihnen erstmal erzählen, was MDG von sich aus bietet zum Thema Benachrichtigung. Das ist das eben bereits erwähnte Benachrichtigen über die nächsten Work-Items. Das bedeutet, wir haben mehrere Schritte in unserem Workflow und der nächste Bearbeiter muss dies ja wissen, dass er ein Bearbeiter von einem Workflow-Schritt ist und er wird vom System darüber informiert, sei es nun über E-Mail oder über die ausgelieferte Inbox. Dies ist allerdings auch das Einzige, was MDG im Standard für die meisten Workflows bietet. Vor allem für den regelbasierten Workflow, der hauptsächlich eingesetzt wird, gibt es keinen vordefinierten Benachrichtigungsschritt. Und was macht man, wenn es irgendetwas nicht gibt? Man baut es sich. Und das haben wir gemacht. Das führte zu einem Add-on, was ein Benachrichtigungskonzept darstellt, was für Sie als Kunde konfigurierbar sein soll und noch andere Features bietet, die ich Ihnen hier mal kurz zusammengefasst habe. Also einmal, die Benachrichtigung geschieht per E-Mail. Die Texte, die dabei verwendet werden, sind frei definierbar für die technisch Versierten unter Ihnen über die Transaktion SO10. Dies bietet den Vorteil, dass wir variable Felder haben. Das bedeutet, dass wir so, es ist quasi ein Template oder ein Muster für einen Text und der enthält Felder, die basierend auf Change Request spezifischen Daten gefüllt werden. Zum Beispiel die Geschäftspartnernummer oder ähnliches. Dann haben wir eine dynamische Ermittlung von Empfängern und den Texten. Dies geschieht über Geschäftsregeln in BIS Plus. Das werde ich Ihnen nachher etwas näher zeigen, wie das funktioniert. Und, was ganz wichtig ist, wir haben die Möglichkeit der nahtlosen Einbindung in regelbasierte MDG-Workflows. Das bedeutet, in diesen Workflows definieren wir uns einen Schritt, in dem wir die Benachrichtigung vornehmen wollen. Und in diesem Schritt geschieht dann die Benachrichtigung über unser Add-on. Das werde ich Ihnen gleich noch etwas näher zeigen können. Jetzt noch etwas detaillierter, wie bereits vorher erwähnt, die Einsatzszenarien, ein bisschen aufgeschlüsselt. Also die Fehlerbehandlung, habe ich ja schon gesagt, wenn bei der Aktivierung was schief läuft, damit derjenige, der den Fehler beheben muss, darüber informiert wird. Das ist dann im Endeffekt der Workflow-Administrator, den dies betrifft. Dann, was sehr wichtig ist, wenn der Workflow durchgelaufen ist, dass derjenige, der ihn beantragt hat, auch darüber informiert wird, dass es entweder geklappt hat oder nicht geklappt hat. Das werde ich Ihnen auch gleich im Beispiel zeigen. Dann die Sperre eines Lieferanten, wird, damit die Leute, die damit zu tun haben, also seien es jetzt die Buchungskreise oder die Einkaufsorganisationen, dass diese Leute darüber benachrichtigt werden, dass dieser Lieferant jetzt gesperrt ist. Das ist auch der zweite Aspekt, den ich im Beispiel zeigen möchte. Ähnliches gilt für die Löschung. Also das sind ja zwei verschiedene Flags, die man am Geschäftspartner anbringen kann. Und das verhält sich genauso wie bei der Sperre. Und was ich vorhin auch schon erwähnt habe, potenzielle Informationen über Folgeaktivitäten. Das erhöht die Effizienz, weil wie soll sonst derjenige, der den Folgeworkflow starten muss, darüber informiert werden. So. Jetzt kommen wir auch schon direkt zur Live-Demo. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst mal den Workflow zeigen, den ich vorbereitet habe. Das ist dadurch, dass es jetzt nur, also dass wir den Fokus auf die Benachrichtigungen legen, habe ich den Workflow recht einfach gestaltet. Also
Er besteht im Endeffekt aus zwei Schritten, die für die Benutzer relevant sind. Einmal derjenige, der den Workflow, der die Sperrung beantragt, und dann der zweite, der die Sperrung genehmigt. Und als letzter Schritt im Hintergrund werden die Benachrichtigungen ausgesendet, und zwar nachdem die Änderung aktiviert wurde. Für diesen Workflow gelten noch ein paar Rahmenbedingungen, die wir jetzt nicht alle im Einzelnen testen werden oder zeigen werden. Also diese, bei Nichtgenehmigung wird der Antrag sofort verworfen. Das kommt nicht im Beispiel. Allerdings das, was hier sonst so steht, Benachrichtigung über Aktivierung, das werde ich Ihnen gleich zeigen. Rollback machen wir nicht, also das, dann wird nur der Antragsteller benachrichtigt. Bei der Aktivierung werden auch alle anderen, die an diesem Workflow beteiligt waren, also im Endeffekt zusätzlich zu dem Antragsteller, wird der genehmigt hat, benachrichtigt. Und dann, das, was das Wichtigste an dieser Stelle ist, alle Verantwortlichen der Organisationseinheiten, also der Buchungskreise und Einkaufsorganisationen, die mit diesem speziellen Geschäftspartner in Verbindung stehen, die werden auch benachrichtigt. Und zwar darüber, ob gesperrt wurde oder ob die Sperre aufgehoben wurde. Das werden wir beides gleich sehen. Jetzt noch etwas im Detail, wie unser Lieferant aufgebaut ist. Also zum einen, wir haben die Grunddaten. Auf diesen Grunddaten befindet sich dieses Flag zur Sperrung. Die Sperrung beantragen werde ich selbst vornehmen. Alle anderen Namen übrigens auf dieser Folie sind frei erfunden, wie man vielleicht merkt. Und ich werde die Rollen dieser Person, oder zumindest dieser einen Person hier auch einnehmen in der Demonstration gleich. Auf jeden Fall, ich werde die Sperrung beantragen. Der imaginäre Dr. Hugo Stein wird die Sperrung genehmigen. Und was dann im Nachgang passiert, wir haben an den Geschäftspartner Grunddaten, die Lieferanten Grunddaten, Buchungskreise und Einkaufsorganisationen, und diese speziellen sind für diesen Beispiel Geschäftspartner gepflegt, und diese vier Leute werden dann über die Sperrung benachrichtigt. Und nun lassen Sie uns einfach mal zur Tat schreiten. Ich habe die Demonstration soweit vorbereitet, dass wir das recht effizient machen können. Und zwar bin ich jetzt hier, das ist der NetWeaver Business Client. Ich bin hier als ich selbst angemeldet und werde jetzt einen bestimmten Geschäftspartner heraussuchen, für den ich die Sperre beantragen möchte. Jetzt lädt die Suchmaske. Und da ich ja schon im Vorfeld wusste, wen ich sperren möchte, ich gebe jetzt hier einfach die Nummer ein. Hier unten erscheint das Suchergebnis. Ich markiere diese Zeile in der Tabelle und sage Block zu sperren. Jetzt lädt sich die MDG-Oberfläche für den Change-Request-Typ Geschäftspartner sperren. Die sieht ein klein wenig anders aus als die Oberfläche für Anlage oder Ändern. Dort sehen Sie hier das zusätzliche Feld Business Partner Block. Das werde ich jetzt aktivieren. Jetzt prüft die Mechanik, ob alle nötigen Pflichtfelder gepflegt sind. Es erkennt, hier fehlt die Beschreibung des Änderungsantrags. Die habe ich jetzt bewusst noch nicht eingegeben, damit ich Ihnen das zeigen kann. Ich schreibe jetzt hier eine Beschreibung rein, die auch später in der E-Mail erscheinen wird. Deswegen, was schreibe ich hier rein? Ich schreibe hier rein Webinardemonstration in Klammern Sperre. Jetzt habe ich alle Pflichtfelder gefüllt, die hier für dieses Beispiel notwendig sind, und schicke den Änderungsantrag ab. Jetzt wird nochmal geprüft. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, müsste ich eine Erfolgsmeldung bekommen. Genau, keine Fehler gefunden. Der Änderungsantrag 2086 wurde beantragt. Jetzt kann ich hier rausgehen. Im Hintergrund wird jetzt ermittelt, wer der Bearbeiter des nächsten Schrittes ist. Das ist, wie ich auf der Folie vorher gezeigt habe, der Dr. Hugo Stein. Dessen Login habe ich auch schon vorbereitet. Bei ihm gehe ich jetzt in seine Workflow-Inbox hinein. Also diese, wo die ganzen Work-Items aufschlagen. Das Work-Item ist wohl noch nicht da, dann mache ich mal eine Aktualisierung. Müsste gleich dieses Work-Item erscheinen, und da ist es auch schon, mit der Beschreibung, die ich eben eingetragen habe. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kriege ich die, dann bekomme ich die
Oberfläche für die Bestätigung bzw. für das Approval. Diese lädt gerade. Hier kann ich jetzt keine Änderungen mehr vornehmen. Das ist einfach auf Read-Only gesetzt. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Sperre anzunehmen oder abzulehnen. Ich werde sie für das Beispiel annehmen. Das mache ich jetzt einfach mal. Jetzt wird nochmal geprüft, genau, keine Fehler gefunden. Und ich habe das jetzt genehmigt. Was jetzt im Hintergrund läuft jetzt Folgendes ab. Jetzt wird erstmal die Aktivierung des Änderungsantrags vorgenommen. Das bedeutet, dieses Sperrflag wird jetzt in den Reuse-Tabellen, also quasi in den ganz normalen Business-Partner-Tabellen, wird das jetzt aktiviert und übertragen. Und im Nachgang werden die von mir vorbereiteten Benachrichtigungen herausgeschickt. Sie sehen hier, der Workflow, der wurde jetzt bestätigt. Final Check Approved bedeutet, schlussendlich wurde es angenommen. Und es müssten jetzt mehrere E-Mails rausgeschickt worden sein. Also einmal die Bestätigung, dass der Änderungsantrag angenommen wurde. Die müsste an mich gehen und an den Dr. Hugo Stein. Das werde ich gleich Ihnen zeigen, wie das aussieht. Also ich gehe jetzt einfach mal in mein eigenes Postfach rein und da ist auch die E-Mail schon angekommen. Hier steht jetzt also quasi 2086, das war der Änderungsantrag, den wir gerade durchgeführt haben. Wir haben die E-Mail vom Workflow System bekommen, also administrator@ibsolution.de, und dies ist der Mailtext, also ist Englisch geschrieben, der Text. Der Änderungsantrag wurde aktiviert und hier ist auch nochmal Bezug nehmend auf den Businesspartner, der geändert wurde. Und Sie sehen auch hier schon, die E-Mail habe ich bekommen und der Dr. Hugo Stein hat sie auch bekommen im CC. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er die auch wirklich bekommen hat. Also ich habe das vorbereitet, für die ganzen Leute, die betroffen sind, habe ich mehrere E-Mail-Adressen vorbereitet. Wollen wir mal gucken, ob das auch schon geklappt hat. Manchmal hat das ein wenig gedauert in der Vorbereitungsphase. Ich habe jetzt hier ein Portable Thunderbird aufgemacht. Jetzt müssten eigentlich die ganzen E-Mails hier eintreffen oder eingetroffen sein. Das sieht jetzt natürlich nicht so aus. Geben wir ihm noch einen Moment. Ansonsten logge ich mich gerade einfach auf der Web-Oberfläche ein. Okay. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Ups. Ich wähle jetzt einen dieser Empfänger von den zusätzlichen Benachrichtigungen aus. So. Da kam noch nichts an. Das ist natürlich jetzt schlecht. Okay. Geben wir ihm noch einen kleinen Moment. Ansonsten, ich schaue mal gerade auf unserem System, wie das aussieht. Hier bin ich auch schon in der richtigen Transaktion drin. Okay. Das ist natürlich jetzt schlecht. Normalerweise, also vorhin hat es noch geklappt, das sagen sie natürlich alle vorher. Gut. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt mal weiter in der Demonstration, beziehungsweise ich zeige Ihnen jetzt gerade mal die technischen Details zuerst. Es kommt danach noch eine zweite Demo, vielleicht sind ja da bis dahin die ersten E-Mails eingetroffen. Also es wundert mich jetzt, dass man da jetzt nichts sieht. Natürlich extrem ärgerlich. Ach, da ist er angekommen. Das lag jetzt wohl an diesem Safe-Mail-Partner. Also hier können Sie einmal sehen, die E-Mail, also ich wollte Ihnen nur eine davon zeigen. Also hier ist der Max Mustermann hat sie bekommen, der Florian Schweitzer hat sie bekommen, die Erika Mustermann und der John Doe. Das waren ja diese vier Personen, die wir vorher gesehen hatten. Und das ist der E-Mail-Text, also Geschäftspartner 114 ist jetzt blockiert,
von Change Request 2086. Steht dabei, wer es beantragt hat und warum die betreffende Person darüber informiert wurde. Gut, dann bin ich ja froh, dass es doch noch geklappt hat. Ich melde mich mal hier jetzt ab. Sie haben ja eben gesehen, die E-Mail, die wurde an alle vier rausgeschickt. Deswegen erspare ich mir das jetzt, die anderen auch noch zu zeigen. Machen wir jetzt mal mit den technischen Details weiter. Also, ups, das war die falsche Tastenkombination. Jetzt gehen wir hier weiter. Also, ich möchte jetzt erstmal nochmal die ganzen Features im Detail aufzeigen. Wir haben eben mehr oder weniger gesehen, dass wir eine nahtlose Integration in den regelbasierten Workflow haben. Das bedeutet, im Moment kann dieses Add-on an drei Punkten benachrichtigen. Also einmal nach der Aktivierung, also nach erfolgreicher Aktivierung soll das bedeuten, nach dem Rollback, also wenn ein Änderungsantrag nicht akzeptiert wurde, oder wenn eine Aktivierung fehlgeschlagen ist. Diese drei haben wir im Moment zur Verfügung. Wir verwenden innerhalb dieses Add-ons gängige Standards, also einmal BAF Plus für die Geschäftsregeln in Form von Entscheidungstabellen. Diese eine Tabelle gilt für alle Change Request Typen. Wir ermitteln die Text-ID von dem E-Mail-Text, den wir haben wollen. Wir ermitteln die Empfängerliste. Und wir haben die Möglichkeit, die Standardtexte mit den Variablen, die wir zur Verfügung haben, über SO10 zu pflegen. Und der E-Mail-Versand geschieht auch mittels Standardmitteln. Business Communication Service an dieser Stelle. Wir haben die Möglichkeit, beliebig viele Benachrichtigungen zu erzeugen, auch beliebig viele verschiedene Texte und so weiter. Wir können es dynamisch erweitern, das möchte ich am Ende noch zeigen, was damit genau gemeint ist. Und im Moment haben wir es für den Geschäftspartner zugeschnitten. Wir können das allerdings auch an andere Datenmodelle anpassen, das ist überhaupt kein Problem. Als nächstes möchte ich Ihnen etwas über die Architektur dieses Add-ons sagen. Das klingt jetzt immer so langweilig, ist es aber gar nicht, weil es ist relativ überschaubar. Wir haben einmal die Integration in den Workflow, das ist hier durch so einen Prozessschritt dargestellt. Das ist quasi wirklich ein Prozessschritt innerhalb dieses regelbasierten Workflows. Der wird über ein Body umgesetzt. Dieses Body ruft das Kernelement unseres Add-ons auf, das ist eine Klasse in ABAP. Diese wertet die Entscheidungstabelle aus, bastelt sich dann die Mails zusammen und schickt sie über die E-Mail-Adapter-Klasse raus. Wir haben es sehr bewusst getrennt, weil es ist ja auch denkbar, dass man nicht nur über E-Mail benachrichtigen will, sondern auch über andere Dinge und einfach um hier uns die Option offen zu halten, später vielleicht eine Benachrichtigung über die normale SAP-Inbox oder über andere Wege einzuleiten. So, nachdem ich Ihnen das jetzt gezeigt habe, möchte ich noch eine zweite Demo zeigen. Und zwar möchte ich Ihnen zum einen diese Entscheidungstabelle mal zeigen, eine kleine Änderung vornehmen und auch eine kleine Änderung an einem E-Mail-Text vornehmen und dann die Sperre an diesem Geschäftspartner wieder aufheben. Und zwar gehen wir dazu erstmal ins System wieder rein. Und starten jetzt das BAF Plus. Ich möchte Ihnen zuerst die Entscheidungstabelle zeigen. So, das findet sich hier in diesem Katalog. Also diese BAF Plus Applikation mit den Entscheidungstabellen, das ist auch Teil des Add-ons. Wir haben jetzt hier die Entscheidungstabelle. In dieser Ansicht ist das natürlich ein bisschen unübersichtlich. Das sieht man jetzt. Deswegen nutze ich jetzt mal ein Feature dieser BAF Plus Entscheidungstabelle und exportiere das in eine Excel-Datei. Da kann man das nämlich viel besser sehen, was da passiert. Ich speichere die jetzt auf dem Desktop ab, der Einfachheit halber, öffne ich sie in Excel, mache das Ganze ein wenig übersichtlicher und hier können Sie jetzt auf einen Blick sehen, wie diese Entscheidungstabelle aufgebaut ist. Also ich habe jetzt hier die verschiedenen Benachrichtigungstypen, also der Typ bezieht sich auf den Schritt. Hier diese beiden Attribute haben wir nicht benutzt im Beispiel. Dann haben wir hier das Flag, ob
also quasi, ob sich die Blockierung geändert hat. Dann haben wir hier die verschiedenen Organisationseinheiten festgelegt. Hier sind die E-Mail-Text-IDs, also das sind quasi die Schlüssel für die SO10-Transaktion. Werde ich Ihnen gleich zeigen. Und dann schlussendlich die Empfänger. Was mit diesen Werten auf sich hat, zeige ich Ihnen im Anschluss. Einfach nur, um Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, wie so eine Tabelle aussieht. Jetzt nehme ich eine kleine Änderung vor. Ich füge eine Zeile hinzu. Das hier darf natürlich nicht hochgezählt werden. Das ist natürlich auch schlecht. Jetzt ist es richtig. Und ich möchte jetzt mich selbst zusätzlich mit dieser Blockierungsnachricht benachrichtigen. Ich wähle hier U für Benutzer und meine Benutzerkennung. Das bedeutet, dass ich jetzt die gleiche E-Mail bekommen werde, die vorher diese Buchungskreis- und Einkaufsorganisationsmenschen bekommen haben. Ich speichere diese Tabelle jetzt ab, beende Excel und nutze jetzt das Feature, dass ich diese Excel-Tabelle wieder ins BRF Plus importieren kann. Deswegen gehe ich in den Änderungsmodus, sage Import from Excel, bestätige diese Warnmeldung, wähle meine Datei aus, das ist diese hier, bestätige das. Jetzt habe ich markiere jetzt mal die letzte Zeile, damit Sie auch sehen können, dass das geklappt hat. Hier steht jetzt der Eintrag, den ich eben in Excel durchgeführt habe. Ich speichere die Tabelle und ganz wichtig, ich aktiviere die Tabelle, sonst funktioniert das nicht. Jetzt ist alles im Lot. Ja, damit habe ich Ihnen mal gezeigt, wie man diese Tabelle leicht manipulieren kann und verändern kann und auch erweitern kann. Jetzt gehen wir in die Transaktion SO10, damit Sie mal die Standardtexte gesehen haben. Ich zeige Ihnen jetzt mal, welche im Moment gepflegt sind. Das sind diese drei. Also einmal für das Rollback, einmal für die Aktivierung, einmal für das Blockieren. Und diesen Text werde ich jetzt manipulieren. Ich werde jetzt einfach eine zusätzliche Textzeile hinzufügen. Das muss jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Ich gebe jetzt einfach ein Webinar-Testline. Ich werde Sie gleich in der E-Mail sehen, dass diese zusätzliche Zeile dort aufschlägt. Ich speichere den Text ab. Und das war's auch schon. So einfach kann das gehen. Und jetzt was ich Ihnen eigentlich auch noch zeigen wollte, ich gehe jetzt nochmal in den Display-Modus, habe ich jetzt vergessen. Sie sehen hier diese grauen Felder, das sind die von mir eben erwähnten Variablen. Das sind dann die Felder, wo dann die Daten aus dem Change-Request auflaufen. Und was auch noch wichtig ist, wir kommen mit einem Standardtext aus, weil wir die erste Zeile als E-Mail-Betreff interpretieren und danach geht erst der E-Mail-Text los. Ganz wichtig. So, jetzt machen wir erneut unseren Workflow, weil wir unseren Geschäftspartner jetzt wieder entsperren möchten. Also ich habe hier noch das Suchergebnis von eben. Mit etwas Glück funktioniert das auch noch. Dann kann ich mir eine erneute Suche ersparen. Jetzt wird wieder die gleiche Maske von eben geladen. Und jetzt werden wir das Flag einfach wieder entfernen und hoffen, dass diesmal die Benachrichtigung etwas schneller funktioniert. Das Flag kommt jetzt weg. Ich gebe jetzt auch direkt die Beschreibung ein. Nein, ich muss warten. Fasse ich mich etwas kürzer in dieser Beschreibung. Ich schicke den Änderungsantrag ab. Habe das Flag entfernt. So, da das derselbe Workflow wie zuvor ist, ist auch dieselbe Person für die Genehmigung verantwortlich. Ich mache einen Reload auf die Liste. Hier haben wir auch schon das nächste Work-Item. Ich öffne das Work-Item wie zuvor. Das dauert einen kleinen Moment. Da sind wir auch schon. Wie zuvor bestätige ich die Aufhebung der Sperre.
Und jetzt passiert quasi das gleiche wie vorhin, nur mit dem Unterschied, dass diesmal das Flag gelöscht wird. Der Workflow, der müsste, wenn alles glatt läuft, auch recht fix wieder durch sein. Na, noch nicht ganz. Kleinen Moment dauert es noch. Also ich drücke hier auf den Refresh-Button und kriege dann im Header angezeigt, wie es um den Änderungsantrag bestellt ist. Schauen wir mal. Ja, diesmal ist er durchgelaufen. Das bedeutet auch, dass das System die E-Mail-Benachrichtigung angestoßen hat. Auf dem System selbst ist ein Hintergrundjob konfiguriert, der die E-Mails, jede Minute habe ich ihn eingestellt, damit es nicht allzu lange dauert. Also jede Minute wird geprüft, sind neue E-Mails dort und die werden dann rausgeschickt. Und wenn wir Glück haben, müsste die E-Mail auch schon wieder da sein. Nein, die ist noch nicht da. Dann müssen wir jetzt hier warten, bis die da ist, weil vorher ist, kann die andere auch noch nicht da sein. Ich kann Ihnen vielleicht noch mal kurz in der Transaktion, wo ich eben war, zeigen. Eine Sekunde. Die E-Mails, die vielleicht noch nicht rausgeschickt wurden, die sind hier alle auf Status Gelb. Das heißt, die sind vorbereitet, aber noch nicht rausgeschickt. Wie Sie sehen, sind das einige. Jetzt sind sie auf Status Grün, würde ich jetzt hier sagen, Transmitted, dann würde ich sie alle sehen. Ja. Gut. Das heißt, das System hat jetzt alle rausgeschickt. Diese hier, genau, hier sind sie auch schon. Also das war die von eben, die jetzt noch offen ist. Das ist die gleiche wie eben, nur diesmal mit dem der nächsten. Also hier vorher war 2086, jetzt haben wir 2087, Webinar Unblock. Wurde erfolgreich aktiviert. Und wir haben jetzt eine zweite bekommen, das war die, die ich eben in der Entscheidungstabelle hinzugefügt habe. Jetzt bekomme ich auch diese E-Mail hier, dass der Geschäftspartner jetzt wieder zu, also da kann man jetzt wieder bestellen, unblockt, von wem es kommt, warum ich informiert werde, und hier ist auch jetzt die zusätzliche Textzeile, die ich eben im Standardtext hinzugefügt habe. Jetzt versuche ich nochmal mein Glück mit den anderen E-Mail-Adressen. Vielleicht sind sie ja jetzt da. Na? Teilweise sind sie da. Das ist natürlich auch interessant. Ah doch, hier. Nee, sie sind alle da. Also hier haben wir die von vorhin, die ich Ihnen eben auf der Web-Oberfläche gezeigt habe. Und hier die entsprechende, dass er wieder entsperrt ist. Und das gleiche hier, die Frau Mustermann hat das gleiche. Der Herr Schweizer und so weiter. Die hatte ich Ihnen vorhin nicht zeigen können. Auch nochmal hier zur Bestätigung. Das waren die von der ersten Demonstration, die Bestätigung, dass der Änderungsantrag durchgelaufen ist. Und das gleiche auch für den hier. So, das hat ja beim zweiten Mal bedeutend besser funktioniert. Ein Hoch auf die Technik. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Details erklären und dann sollten wir auch schon fast durch sein. So. Also, wir hatten eben gesehen in der Entscheidungstabelle, wir können unsere Entscheidung treffen basierend auf diesen Angaben, also Art der Benachrichtigung, Aktivierung, Rollback oder Fehler. Typ des Änderungsantrags, das hatten wir jetzt nicht im Beispiel, das bedeutet, dass das jetzt für jeden Änderungsantrag passieren würde. Da die Sperrflex nur in diesem speziellen Änderungsantragstyp gesetzt werden können, ist das auch hier nicht nötig. Buchungskreis des Antragstellers aus den Personalstammdaten haben wir mal angedacht, haben wir aber jetzt auch im Beispiel nicht benutzt. Dann hier das Flag für zentrale Sperre, hatten Sie vorhin gesehen, da war ein X drin, das bedeutet, dass die zentrale Sperre geändert wurde. Ähnliches könnten wir für den Löschvermerk machen. Und dann haben wir den Typ der Organisationseinheit und die Organisationseinheit selbst, das hatten Sie ja vorhin vielleicht gesehen. Als Ausgabewerte haben wir einfach nur drei Werte. Die Text-ID, das bedeutet, das ist das, womit man den Standardtext identifizieren kann. Den Empfängertyp, da sage ich auf der nächsten Folie was zu, und den Empfänger. Das heißt, das, was ich vorhin hinzugefügt habe, der Empfängertyp war U für User oder Benutzer. Da habe ich einfach meine technische User-ID eingetragen. Dann haben wir S für spezielle Benutzer. Das sind welche, die wir nicht explizit nennen können, aber beschreiben können. Das heißt, zum einen haben wir den Antragsteller, da hatte vorhin in der Entscheidungstabelle init gestanden, und wir haben
Antragsteller plus übrige Beteiligte. Das sind dann die Involved, also die Beteiligten. Das in unserem Beispiel war das ich selbst und der imaginäre Dr. Hugo Stein. Und, was Sie vielleicht auch gesehen haben, die anderen Benachrichtigten, also diese Herr Mustermann, Frau Mustermann und die anderen, die waren an Planstellen aus dem HR-Stamm gelegt. Und das wäre dann der Typ P und dann der Schlüssel bzw. die Nummer der Planstelle als Wert. Ist übrigens in Analogie zu der Entscheidungstabelle für die Benutzerfindung beim regelbasierten Workflow, damit man sich da nicht großartig umstellen muss. Jetzt hier noch einmal im Detail, wie unsere Kontrollklasse arbeitet. Also zum einen, der erste Schritt ist, die Entscheidungstabelle wird ausgewertet. Sie wird einmal aufgerufen ohne Organisationseinheiten, damit auch allgemeine Fälle wie schlichte Aktivierung abgedeckt werden können. Dann werden alle aktiven Organisationseinheiten ermittelt aus den Stammdaten, aus den aktiven Stammdaten. Und dann wird die Tabelle pro Organisationseinheit nochmal aufgerufen. Dann werden die Ergebnisse konsolidiert. Das bedeutet, es wird zusammengemischt, welche Text-IDs habe ich im Ergebnis. Und jede Text-ID steht dann für eine E-Mail, die rausgeschickt wird. Und die Empfänger werden dann quasi aufbereitet in der Empfängerliste, die sieht man hier im dritten Schritt, also die E-Mail wird aufbereitet, der Text wird ausgelesen, die Daten für die Variablen werden ausgelesen, die Variablen werden ersetzt, die Empfängerlisten werden auf System-User heruntergebrochen, Dubletten werden vermieden bei diesem Vorgang und schlussendlich werden dann die E-Mails herausgesendet. Dann noch kurz die Variablen, die wir im Moment zur Verfügung stellen können. Das ist zum einen die Änderungsantrags-ID, Antragsteller, Name oder ID oder beides. Also jede Name ist eine eigene Variable, die ID ist eine eigene Variable, die Beschreibung des Änderungsantrags. Und dann aus den Stammdaten haben wir die Geschäftspartnernummer, hatten Sie eben vielleicht gesehen. Die Beschreibung des Geschäftspartners, also hier, das, was wir vorhin gesehen hatten, IB Solution GmbH und dann unsere Adresse. Also das ist übrigens auch genau der Text, der in den Suchergebnissen erscheint am Anfang. Dann den aktuellen Blockstatus und den aktuellen Löschstatus. Und was wir sonst noch haben, ist dann die E-Mail-Signatur. Die ist im Moment auf einen festen Wert festgelegt. Den kann man aber, also man legt ihn einmal fest und dann ist er so. Wenn man ihn anpassen möchte, muss man eben an der Stelle was ändern. Aber ist nicht so dynamisch wie der Rest. Der Rest ist, den werde ich Ihnen gleich noch etwas im Detail zu sagen. Wenn ich Sie jetzt überzeugen konnte, dass das gut ist, hier nochmal kurz eine Vorgehensweise, wie wir diese Technik bei Ihnen einsetzen würden, wenn Sie sich dafür entschließen würden. Also wir haben entweder das Szenario, Sie möchten mit uns ein MDG-Projekt machen, dann können wir das natürlich in einem mitmachen. Oder aber Sie haben schon MDG, benutzen den regelbasierten Workflow, dann können wir natürlich diese Technologie in diesen Workflow mit integrieren. Die Vorgehensweise wäre dann die, wir gucken mit Ihnen gemeinsam auf den Workflow drauf, an welchen Stellen sind Benachrichtigungen für Sie sinnvoll. Reicht Ihnen das aus, was wir schon vorbereitet haben? Brauchen Sie vielleicht mehrere Stellen, wo Sie Benachrichtigungen haben möchten? Dann müssen wir eventuell die Entscheidungstabellen an Ihre Anforderungen anpassen. Vielleicht möchten Sie gar keine Sperr-Workflows, sondern nur Anlage und Änderungen. Und dann kann man eventuell auf manche Parameter verzichten. Oder man möchte andere Parameter haben. Also zum Beispiel, ich möchte nicht den Buchungskreis des Antragstellers, sondern vielleicht anhand des Landes des Lieferanten die Entscheidung abhängig machen. Das kann man alles bewerkstelligen, dazu muss allerdings die Entscheidungstabelle angepasst werden. Dann die Variablen, die Sie benötigen. Sie möchten vielleicht noch andere Informationen in den E-Mails zur Verfügung haben. Die müssen definiert werden. Dann passen wir die Kontrollklasse an diese neuen Parameter und die Variablen an. Wir erzeugen mit Ihrer Hilfe oder mit Ihren Vorgaben die Standardtexte mit den Variablen. Wir erzeugen anhand Ihrer Vorgaben die Entscheidungstabellen, wie sie initial aussehen sollen. Und wir integrieren das natürlich in Ihren, entweder den neuen oder den bereits bestehenden MDG-Workflow. Was für Sie jetzt hier sehr vorteilhaft sein wird, wenn Sie das machen wollen, ist Folgendes. Angenommen, Sie möchten zusätzliche E-Mails herausschicken aus irgendwelchen Gründen. Und zwar basierend auf den Eingaben, die wir, also auf den Parametern, die Sie festgelegt haben im Vorfeld, dann können Sie dies tun, indem Sie einfach neue Standardtexte
anlegen und diese Entscheidungstabelle auf diese Weise verändern, wie ich Ihnen das eben gezeigt habe. Wenn sich an der Logik der Empfängerermittlung was ändert, müssen Sie nur die Entscheidungstabelle ändern. Und wenn Sie die Empfängerliste bearbeiten wollen, wie ich das eben gemacht habe, einfach ein zusätzlicher Empfänger hinzu, einfach nur die Entscheidungstabelle ändern. Hat für Sie den großen Vorteil, dass Sie das, wenn Sie möchten, eigenständig tun können. Allerdings bei weitgreifenderen Änderungen, zum Beispiel wenn Sie zusätzliche Variablen haben möchten oder wenn Sie zusätzliche Eingabeparameter haben möchten aus irgendwelchen Anforderungen, die sich in der Zukunft ergeben, dann stehen wir Ihnen natürlich mit unserer Unterstützung zur Seite. So, das inhaltlich war es das jetzt von meiner Seite aus. Jetzt sind Sie gefragt, Sie haben nun Zeit, Fragen zu stellen. So, jetzt warte ich, ob irgendwelche Fragen aufgelaufen sind. Okay. Okay, also es sind jetzt keine Fragen aufgelaufen. Falls Sie im Nachgang noch irgendwelche Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Nochmal für Sie der Hinweis, wie schon zuvor gebracht, unsere Folgewebinare. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Ihnen das gefallen hat, was ich Ihnen gezeigt habe.